Leute, es ist wieder soweit. Fünf bekloppte Leute haben sich wieder zusammengetan. Und ihr wisst natürlich, was das Ganze bedeutet, denn das bedeutet, das hier ist erst der erste Teil von vier. Das heißt, es wird noch drei weitere geben. Der nächste Teil wird in einer Woche bei Julio sein und die anderen eben dann bei Herz der Karten und bei CK Phoenix. Doch warum geht es eigentlich hier? Wir gucken uns heute Karten an, die jeder kennen sollte. Und falls man sie nicht kennt, erklären wir auf jeden Fall, warum man sie kennen sollte. Also, falls ihr eine Karte nicht kennt, die in diesem Video vorkommt, auch wenn ich denke, dass jeder hier alle Karten aus der Folge kennt, keine Angst, es wird euch erklärt. Damit ist alles gesagt und los geht's. Okay, Freunde, die erste Karte, über die wir heute sprechen, hört auf den Namen Blauäugiger Weißer Drache. Oder wie jeder halbwegs zivilisierte Anime-Zuschauer sie auch nennen würde, der Weiße Drache mit eiskaltem Blick. Oder ihr habt einen, der älter ist als die meisten Fortnite-Spieler da draußen und nennt ihn Weißer Drache mit eiskaltem Knick. Digga, der Starter der Kaiba Evolution First Edition, Englisch, Near Mint, Freunde, den kann ich ja auf eBay für 80.000 Euro verkaufen. Was ist denn hier los? Spaß beiseite, der Weiße Drache ist nicht nur die wahrscheinlich beliebteste und ikonischste Yu-Gi-Oh! Karte aller Zeiten, sondern auch die Lieblingskarte von Takahashi Sensei. Für diejenigen von euch, die aus irgendwelchen Gründen noch nie den Anime geschaut und damit den besten Teil ihres Lebens verpasst haben, das ist der Typ, der das hier erschaffen hat, okay? Die Karte ist also mega beliebt und mega nostalgisch und das würde doch bedeuten, man braucht ganz sicher eine Menge... Klingt, als ob eine Menge hiervon benötigt werden würde, um ein guter Yu-Gi-Oh! Spieler zu sein, richtig? Falsch! Denn anders als im Anime gibt es im TCG nicht nur vier Exemplare dieser Karte, von denen eins in der ersten Folge zerrissen wurde, sondern mittlerweile über 60 verschiedene Printings dieser Karte. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich über 60 sind, das war jetzt geschätzt, okay? Top Vorbereitung auf jeden Fall. Mal ganz abgesehen davon ist dieses Ding hier, und ich weiß, es ist eine Schande, dass ich nicht das Anime-Artwork benutze, aber das will ich jetzt beim besten Willen nicht aus dem Ordner holen, okay? Im TCG, anders als im Anime, für absolut gar nichts zu gebrauchen. Ich meine, ja, man kann theoretisch Blue Eyes spielen, aber das Deck brickt öfter, als Yugi im Anime cheatet, um zu gewinnen. Lustigerweise ist dieses Ding auf diesem Artwork nicht mal ein weißer Drache, sondern ein hellblauer Drache und die Augen sehen auch nicht wirklich blau aus, sondern eher lila, aber... Das überlasse ich euch, okay? Alles in allem ist es trotzdem eine sehr ikonische Karte und es wird auch jede Gelegenheit genutzt, um uns unter die Nase zu reiben, wie ikonisch diese Karte ist. Aber seien wir mal ehrlich, wie könnte man anders als den weißen Drachen mit eiskaltem Blick als absoluten Klassiker zu bezeichnen? Was, Bruder? Kommen wir als nächstes zu der Karte Dunkler Magier. Diese Karte ist wahrscheinlich die mit ikonischste Karte neben den blauäugigen weißen Drachen, die für den Anime steht, wie keine zweite. Weil ganz im Ernst, wenn man an den Anime denkt oder generell an Yu-Gi-Oh!, dann kommt mir tatsächlich direkt das Bild des dunklen Magiers so in den Kopf. Und ich finde es ein bisschen schade, dass diese Karte so immer mehr in Vergessenheit gerät und der dunkle Magier, ja, gefühlt in keinem Deck mehr gespielt wird und die Karte gefühlt im Urlaub ist. Aber Spaß beiseite, im Anime stand eigentlich der dunkle Magier, den kleinen Yugi, in jeder brenzlichen Situation immer bei. Immer wenn es irgendwo knapp wurde, dann war der dunkle Magier da oder der kam aus dem Topdeck über das Herz der Karten, wenn er gebraucht wurde. Und diese Karte hat letztendlich ganz, ganz viele Duelle für sich entschieden und konnte auch wirklich, wirklich viele Monster schlagen, wo man es eigentlich hätte nicht für möglich gehalten. Und deswegen war die Karte natürlich mit der treueste Begleiter für den kleinen Yugi und ohne, ja, Yugi und ohne dunkler Magier, diese beiden so im Zusammenspiel. Spiel, konnte man sich das gar nicht vorstellen, das hat irgendwie schon dazugehört und ein Duell von Yugi ohne Dark Magician war eigentlich schier unvorstellbar. Ein bisschen schade ist es natürlich, dass der dunkle Magier heute im TCG leider ein wirklich sehr, sehr schlechtes Themendeck bekommen hat, aber was oder wie gut dieses Themendeck genau ist, das erklärt uns jetzt mal der gute Schattenspieler. Dark Magician, ja, das ist schon ein gutes Deck. Da hat Konami wieder mal etwas sehr Cooles ausgedacht. Da das Deck sehr alt ist, bringt man erstmal gute Sucherkarten raus, um das Deck Konstanz zu geben. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Magier, der super zu dem Deck passt und dann fehlt nur noch eine Möglichkeit, den schwarzen Magier einfach zu beschwören. Dafür erfindet man einfach zwei Fallen und fertig. Das Klassiker-Deck ist wieder spielbar. Spielbar? Hast du gesehen, dass man vielleicht durch die leichte Beschwörung eine Falle braucht? Weißt du, was das heißt? Du musst sie setzen und kannst sie erst im gegnerischen Zug aktivieren. Einen Zug warten! Das ist dein Tod! Du kannst höchstens in einem Zug irgendwas suchen, setzen und abgeben! Das war's! He has never let me down. Kommen wir auch zur nächsten Karte. Nach dem weißen Drachen und dunklen Magier muss natürlich welche Karte kommen? Richtig, Kuribo. Nein, keine Angst. Wer will schon sein Kuscheltier in den Kampf schicken? Nein, die Karte, über die ich sprechen will, ist der rotäugige schwarze Drache.
Er ist wohl der zweitbeliebteste Drache, neben eben Kaibas Lieblingsmonster, dem bläuäugigen weißen Drachen. Wie wir alle wissen, ist diese Karte einfach das Bossmonster von Joey Wheeler, auch wenn diese Karte nicht von Anfang an ihm gehörte, denn diese Karte gehörte ursprünglich Rex Raptor, die gewann er jedoch im Königreich der Duellanten in einem Duell, in dem er eben Rex Raptor besiegt hatte. Doch obwohl der rotäugige schwarze Drache in puncto Angriffspunkte und Verteidigungspunkte nicht so ganz glänzen kann, ist diese Karte des Öfteren in der Turnierszene vertreten gewesen, zumindest in Form des großen Bruders. Denn diese Karte ist eine so mächtige Karte, dass sie nur einmal gespielt werden darf und zusätzlich hat man dieser Karte einen Erratum gegeben. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Erratum ist, das bedeutet, dass diese Karte eben fairer geschrieben wurde und man eben seinen Kartentext verändert hat. Und dennoch ist diese Karte auf der Verbotsliste und darf eben nur einmal gespielt werden. Doch jetzt denken sicherlich einige, dass der rotäugige schwarze Drache noch nie ein Turnierdeck gesehen hat. Doch weit gefehlt. Denn diese Karte wurde einfach schon bereits in einigen First-Turn-Kill-Decks eben benutzt und gespielt. Außerdem wird diese Karte aktuell in sehr vielen Meta-Decks gespielt. Falls ihr euch jetzt jedoch fragt, was für ein Deck darum gibt es, nein, es gibt kein Deck drum, sondern sie wird einfach benutzt, um eine mächtige Fusion zu beschwören. Zumindest dafür ist er noch zu gebrauchen. Aber hey, er ist in vielen Meta-Decks vertreten. Also kann man sagen, dass der rotäugige schwarze Drache auf jeden Fall eine nette Karte ist und eben auch einige Fans hat. Jedoch muss man leider sagen, dass diese Karte eben immer im Schatten von bläugen weißen Drachen und dunklen Magier stehen wird. Die beste Karte ist... Die Harpie, mein Freund. Ihre Kräfte erhöhen sich durch die Berge im Feld-Power-Bonus. Warum kennt man eigentlich Harpien? Naja, zum einen erstmal, weil es halt ein Deck war, was von Mary Valentine gespielt wurde. Und zum anderen, wenn man schon bei Mary Valentine ist, dann hat man natürlich die Grundfrage erstmal gestellt bekommen. Ey, bin ich eigentlich Team Thea oder Team Mai? Nicht nur, dass es Harpien Lady gab. Dieses geflügelte Tier in Menschengestalt, wunderschön anzusehen, aber ein tödlicher Gegner im Kampf. Sondern es gab noch Harpien Lady 1, 2 und 3, was zumindest schon mal den Deckbau ein wenig erschwert hatte. Womit man schon mal, ja, ich sag mal, ein Problem hatte, für welche entscheide ich mich bloß. In Staffel 1, Folge 6 spielte Maik Deck komplett blind, zumindest hat es den Anschein danach, aber das Ganze stellte sich als billiger Trick heraus, weil sie ihre Karten einfach nur einperfumiert hat. Wie kannst du es wagen, so über mich zu reden? Was glaubst du, wer du bist, du blöder kleiner Idiot? Der arme Joey war zu Beginn erstmal etwas verwirrt von der ganzen Taktik, die ihm halt einfach aufgetischt wurde, aber mit Hilfe seiner Freunde und vor allem dem Yugi gelang es ihm, das Ganze zu durchschauen und am Ende halt das Duell für sich zu gewinnen. Nicht nur, dass es diesen billigen Trick gab, nein, Mai hat auch so gesehen ihre eigene Lieblingsstandarderöffnung gehabt. Sie hatte komischerweise jedes Mal eine Harpie auf der Starthand, konnte somit das Spiel immer mit ihrer Normalbeschwörung starten. Aber als ob das nicht genug gewesen wäre, haben diese Harpien auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Eigenschaften gehabt im Vergleich zu normalen Monstern. Monster, die fliegen können, haben magische Abwehrkräfte gegenüber Monstern, die sich auf der Erde bewegen. Womit wir aber jetzt auch schon bei einer ganz anderen Thematik wären, und zwar den ganzen Artworks. Ja, das mit den Artworks war so eine Sache. Und zwar ist das so, ziemlich jede Harpienkarte wurde halt bei uns zensiert, sei es im TCG oder aber auch im Anime. Und das lag halt vor allen Dingen daran, dass die Karten halt ziemlich freizügig waren, ein bisschen viel Haut war vielleicht zu sehen und das konnte natürlich bei uns nicht so stehen gelassen werden, aber hey, mittlerweile gibt es Lost Arts. Wo Robin schon beim Thema Freizügigkeit und so weiter gewesen ist, ja, wenn man sich diese ganzen Artworks nur mal ein bisschen genauer anguckt, oder wenn man das nett ausdrücken möchte, haben wir da so, ja, ich sag mal, ein paar hübsche Rüstung, eine Peitsche, aber auch noch einen Drachen, den sie sich zum Skaffen halten. Ich hoffe einfach, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, den nächsten Teil wird es bei Juli auf seinem Kanal in einer Woche geben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.